Das wendet die Sicht von der Dursuit auf die Zaubererwelt ganz anders, und zwar Hauswelt. Hogwarts, und moin Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge hier auf meinem Kanal. Und heute wird wahrscheinlich der letzte Part von unserem Astronomieturm. Und ja, wir machen jetzt an den Seiten diese zwei, voraussichtlich vielleicht noch das da unten, Türme. Und wie fangen wir an? Eigentlich ganz einfach, wir gehen hier auf unsere Vorderseite, die, sag ich mal, zum Bootshaus zeigt, oder generell nach vorne. Und fang hier zu zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und beim 10. platzieren wir erstmal einen Block. Das setzen wir noch einen Block dran. Und sag ich mal, das wird nämlich ein Fünfer. Hier ist, sag ich mal, die Mitte. Immer zwei Fünfer. Dann geht es weiter mit einem Zweier. So, ein Einer. Und dann wieder mit dem Zweier zu unserem Fünfer. Und dann schließen wir erstmal den Kreis. So haben wir das geschafft. Ziehen wir das, sag ich mal. Erstmal noch eins runter und orientieren uns hier an der Treppe. Natürlich hier auch die Lücken füllen, hier einfach wegschlagen. Hier runter unter unserer Treppe setzen wir noch 18 Blöcke dran. Also hier noch drunter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ziehen wir alles runter. So haben wir das geschafft, es ist noch lange nicht fertig. Und zwar, wir zählen jetzt, sag ich mal, Blöcke auf unsere Schicht mit den Treppen. Also hier, den beginnen wir mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Und das, sag ich mal, füllen wir aus. Hier, wie gesagt, das ist ja 2, 3, 4, 5. So, und dann erstmal oben diesen Ring ziehen, genau. So haben wir das geschafft, bevor wir unten das, sag ich mal, zumachen, ne, gehen wir am 13. Block und tun überall nach außen so eine umgekehrte Treppe hin. Passt auf jeden Fall beim Einer auf, dass er hier rechtzeitig abbiegt. Was machen wir hier? Einfach, sag ich mal, wegschlagen und es dahin machen. So, den Rest innen drin füllen wir jetzt nicht mit Stein, also mit Steinziegel, sondern mit Stein aus. So, warum das hier aus Stein? Für alle, die nicht gespoilert werden wollen, aber ich denke mal, ist es keiner. Trotzdem Spoiler-Alarm. Hierher spulen. Hier kommt sowieso nichts Interessantes. Ich baue nur. Und zwar hier fällt ja 3, 2, 1 Dumbledore runter in seinen Tod, nachdem Severus Snape ihn mit dem Todesfluch belegt hat. Und ja, es gibt, sag ich mal, nirgendwo anders. Vom Astronomieturm ist er ja gepurzelt, ist dann hier vorne auf dem Hof. Ja. Und würde ich sagen, das war hier, dass dann hier die Konstruktion ist und dann, sag ich mal, ein bisschen hier reingeht. Irgendwie so ist es, ja, ich weiß. Also wir fangen hier vorne an und tun jetzt an jeder Seite, sag ich mal, drei Blöcke hinmachen. Die Mitte sind dann immer drei frei. So sieht es dann aus, hier drei freilassen und hier dann zwei. Dann lasst ihr zwei Blöcke da, also zwei Säulen und dann wieder 2 und 3. Weil sonst ist es immer verschoben und es sieht nicht gut aus. Außerdem, ja, sieht es geometrischer aus. Ja, ich kann sprechen. Hier würde ich einfach ganz zu machen, weil hier bringt es nichts. Und es sieht besser aus. Haben wir das geschafft, nehmen wir unsere Steinziegelstufe und tun jetzt überall eine Stufe drauf. Eins nach innen und platzieren da einen Block und den tun wir, sag ich mal, zwei hoch. Das machen wir hier auch, aber immer schön mit unten gerade bleiben. Hier ist es so. Kann ich dann jetzt, beim anderen habe ich es nicht falsch gebaut, wie ich gerade erwähnt habe. Hier können wir es sogar so machen. Ich glaube, das ist sogar besser. Nein, wir machen hier an den Ecken, machen wir eine kleine, da machen wir einfach die Nicht-Ecken, die geraden, genau.
die machen wir dann normal. Also die machen wir ein bisschen höher. So, ein Tipp auch, die müssen nicht mehr ranbauen. Wenn man, also ich weiß nicht, ob ich baue ja auf Controller, nicht auf, auf Tastatur. Ha, Elias, was ist heute mit dir los, Alter? Wenn er jetzt hier, sag ich mal, das will ich nicht haben, einfach bauen und abbauen gleichzeitig drücken. Ich glaube, ihr müsst sogar auf dem PC spielen, sonst könnt ihr ja, sag ich mal, kein Java, nicht, ja doch, Java. Was für Java? Kein World Edit drunter, ich bin so lost heute, sorry, Leute. Keine Ahnung, vielleicht weil ich heute eine große Mathearbeit habe, aber hatte, oder. Aber wenn ihr beide gleichzeitig drückt, dann tut es einfach diesen Block ersetzen. Und das ist eigentlich ganz fresh. So haben wir das geschah. Hier an der Seite muss es noch. So haben wir das geschafft, gehen wir hier an unsere, sag ich mal, Geraden und tun dann nochmal eins drauf. Hier. Und ich überlege gerade, hier, na, guck mal, wir haben jetzt so eigentlich alles. Hier habe ich es gelassen, weil ich es vergessen habe, aber wir tun da drauf jetzt, sag ich mal, so eine Spitze machen. Hier, indem man, ja, einfach die Blöcke mit zusammenführenden Treppen ersetzt. So, ich habe es gerade auch mit Stein, mit Gitterplatz probiert, aber das sieht nicht so gut aus. Dann würde ich schon das nehmen. Und ihr seht schon, hier, jetzt habe ich am letzten, sage ich mal, Teil alles schwarz ausgehöhlt, aber das lassen wir jetzt einfach so, dass wir hier gleich mal einen Raum haben. So, bevor wir jetzt hier das Dach machen, gehen wir nach unten und machen hier alles. Hier würde ich erstmal vorschlagen, alles auszufüllen. Hier. Jetzt ist es aber noch ein bisschen flach, das wollen wir jetzt anpassen. Und zwar, wir gehen zu unseren Steinziegeltreppe, genau, und tun sie jetzt hier einmal rundherum platzieren. Falls ihr fragt, hä, warum tut er nicht im Video hier dazwischen platzieren? Ich mache es eigentlich immer gerne die Seiten, da kann ich hier Schritt für Schritt dann reinmachen und sehe dann, ha, hier muss eine Stufe hin. Ist einfach so eine kleine Angewohnheit von mir. Und keine Ahnung, ob das gut oder schlecht ist, aber. So, dann auf jeden Fall reingehen und die Lücken stopfen. Oder am besten gleich alles ausfüllen, dann macht er einfach gar keine Fehler. So, und jetzt geht es eigentlich relativ normal weiter. Das kann man nämlich spitz machen. Oder kurz davor auch abflachen, aber jetzt ist es eher spitzlich. Und jetzt einfach immer eins weiter rein. Eine Reihe. Ich überlege gerade, wenn wir das vielleicht so machen. Na, ich glaube hier. Ha? Ja, wir probieren das einfach mal. Kann immer noch dann wegbauen. Hier dann ein Dreier und in Seiten dann ein Slap hin. Hier in den Seiten haben wir ja schon, sag ich mal, drei. Die müssen wir nur noch, ja, zwei bauen und dann an den Seiten. So, das ist ja von dem 5er schon ein paar Blöcke da. Was machen wir hier in den Seiten? Hier machen wir auch ganz normal. Normale. Ja, ihr seht ja, wie ich hier im Video, wie die Slabs angeordnet sind. Ihr tut einfach die verbinden geradezu mit Slabs. Und tut dann hinten wieder alles ausfüllen. So, wenn wir jetzt hier noch die Ecken reintun. Sieht es gar nicht mal so schlecht aus. Ja, wir tun jetzt hier ganz oben die Ecken rein zu unserem Slab-Sound. Hier. Und dann machen wir das, sag ich mal, noch einmal. Diesmal nur in der Mitte. Und jetzt links und rechts jeweils. Einer ist, soll ich vielleicht eins reinmachen? Wir tun es mal eins rein. Wie sieht das aus? Es macht auch übel Spaß, sag ich mal, so restaurieren, ne? Oder Renaissance, vielleicht habt ihr das schon in der Schule, sowas zu machen, haben sie, sag ich mal, alte Pläne, von, sag ich mal, ja, eigentlich vom Alm, haben die Franzosen dann, glaube ich, genommen und dann nochmal wiederverwertet, also, so wie die Römer und so, die haben ja, sag ich mal, auch Bäder gemacht und alles und dann haben sie einfach, ist ja dann viel verloren gegangen, durch Kriege und so, aber ich sehe, das sieht, glaube ich, besser aus, weil es dann wirklich flach wird. Das gefällt mir. Jetzt mal wieder einfach mal.
Treppe, eins freilassen, da dann eine Stufe hin. Und füllen dann einfach mal ein X aus und dann, sag ich mal, den Seiten straight verbinden, ist ja nur noch ein Block. Dann Fläche in der Mitte. So. Ich glaube, das wird dann. Ja, so gefällt es mir. Wie gesagt, ich liebe es, wenn ich einfach Bauarten neu entdecke. Und dann ist auch der Reiz, dass man immer besser wird. Jetzt machen wir aber oben das Dach. Und zwar, wir ziehen jetzt erstmal, sag ich mal, hinter unseren Slabs alles so hoch wie unsere Spitze hier. Von vorne sieht es so aus. Und ja, passt auf, dass er halt jetzt nicht so weitergeht, sondern ist einfach ein innerer Ring, so wie hier unten. So wie wir es eigentlich am Anfang gemacht haben, weil es sind ja eins hier rausgegangen und hier geht es einfach eins wieder rein. Ein kleiner Tipp, wenn ihr hier das nicht haben wollt, das wollt ihr natürlich nicht haben, einfach hier mit einer Treppe ersetzen. Man sieht es kaum oder gar nicht, aber von außen sieht man auch nicht, dass hier eine Lücke ist. Passt auf, dass ihr hier keinen Fehler macht. Jetzt könnte man meinen, das wegschlagen, aber nein. Hier ist ja ein Zweier. Und diesen Zweier, mehr müssen wir auch beachten. Und zwar, wenn hier jetzt der nächste Zweier ist, müssen wir hier hinten das weiter bauen. So. Das sieht schon mal gut aus. Wir zählen jetzt nochmal nach. Das sind hier unten, das ziehen wir mit. Eins. So. Eins, zwei, drei, vier. Haben wir das geschafft, nehmen wir unsere... ich muss hier noch machen. So, haben wir das geschafft, nehmen wir unsere Schwarzeichenholztreppe und setzen sie oben einmal drauf. Wer jetzt Bock hat, kann jetzt, so wie wir es am hier natürlich ein Slab, kann jetzt, so wie im Astronomieturm, das ein bisschen anders bauen. Und zwar, hier ist wieder so eine Pyramide wie da. Und dann einfach da drauf das machen. So. Ich muss noch entscheiden, was ich mache, ich weiß es gar nicht. Ja, ich glaube, ich mache es aber nicht so. Ich mache es so, weil es halt schon ein bisschen komplizierter ist. Jetzt sage ich mal, hinten alles ausfüllen. Ich weiß jetzt nicht ganz, was da oben jetzt abgeht. Also, wie es da oben jetzt wirklich aussieht. Den sechsten habe ich vor Ewigkeit gesehen. Aber ich habe ihn gesehen. Ich bin... sehr großer Potterhead, aber was es jetzt ist, ich glaube, ich mache das holen, dann muss ich das sowieso wegschlagen, weil dann geht man ja hier rein. Aber bevor ihr jetzt alles fleißig wegschlagt, tut lieber hier erstmal das Dach bauen, so, und dann könnt ihr hier dann alles wegmachen. So, also nach oben habe ich jetzt so, ich schaue es mal an, bevor ich es vergesse. Hier unten fliege ich auch einmal ran. So. Dass ihr dann alles Bescheid wisst, wie ich es gemacht habe. Wird sich vielleicht auch noch ändern. Vielleicht mache ich hier noch sowas rein, damit es halt schön aussieht. Mache ich sogar, glaube ich. Und ja. Wie sieht es so aus? Ja, so. Wie gesagt, so sieht es, glaube ich, auch ganz fresh aus. Ja, so mache ich es. Hier ist es zu tief unten. Wenn ich das so mache. Da verbindet es sich. Das will ich nicht. Wenn ich so mache. So ist es, glaube ich, ganz gut. Das sieht auch gut aus mit den Treppen und sowas. Kombi oder einfach so. Ich würde es sogar mit den Treppen lassen, ne? Weil dann ist es nicht so ein klarer Schnitt, sondern geht auch in die Tiefe. Hier, also, ja, das finde ich, es sieht besser aus. Dann sieht es auch stabiler aus. So, dann natürlich hier auch, wenn hier gar kein Fenster ist, auch das so beibehalten. Jetzt geht's aber weiter. Und zwar, wir gehen weiter. So, alles jetzt auf eine Höhe von 4 Blöcken. 1, 2, 3, 4 Blöcke über unserer Treppe. Und mal dann wieder eine Treppe hin. Aber erstmal alles Schritt nach Schritt. Und hier dann alles hoch machen.
Von hier müsst ihr dann aufpassen, dass es immer weiter hochzieht, weil das trennt sich ja jetzt allmählich. Hier ist jetzt 2, 2, 2, nein, hier ist schon der Fünfer. Hier geht es dann weiter zum Fünfer. Hier. Auch noch zum Fünfer, damit alles fresh, okay, ich hoffe, fresh ist hier. Hier kommt ein Zweier hin, das kann ich dann wegschlagen. Perfekt, und hier ist dann noch Fünfer. Und jetzt dann alles mit Schwarzeichentreppe, so wie unten. Mehr ist es nicht, und das macht er dann bis nach oben. Passt auf, dass er hier, wenn er das macht, wirklich das auch schon baut. Ich lege es euch wirklich am Herzen, ne? Weil das einfach, ja, hier beginnt es einfach schon und dann habt ihr an alles gedacht und es ist dann doppelt so geil. Ihr könnt zum Beispiel hier auch an den Ecken des statt so langweilig ranzumachen, ne? So anmachen. Aber ich würde es nur hier machen, oder wie sieht es da unten aus? Ah, hier unten, da, ich probiere es mal aus. Ich jetzt ist eher so eine Probierfolge bei mir. Mich, dass ich mal mein Self zu finden, aber so sieht es ganz gut aus. Dann wieder die Lücken füllen oder sag ich mal eine Schicht, das meine ich ja nicht die ganze Zeit damit, dahinter, das ist natürlich alles auffüllen, ja, zuziehen. Jetzt sehen wir hier unseren Dreier, den können wir jetzt eigentlich, sag ich mal, den ziehen wir erstmal nicht hoch. Denn da, sag ich mal, haben wir ja im letzten Teil auch paar gehabt. Erstmal hier wieder alles auf 1, 2, 3, 4 Blöcke nach oben. Ich glaube, hier wird es auch Zeit, es reinzumachen, ne? Weil es halt nur 5er und 1er sind. Dann machen wir einfach vorne ein Dreier draus. Und dann hier einfach ein Zweier. Du kannst auch dann so cool reinsmoothen, dass es halt ab der Hälfte, so wie hier, changed. Also hier dann 5er und dann hier ein, sag ich mal. Die letzten zwei machen wir von den Einer zu einem Zweier. Und sowas machen wir jetzt hier unten mit denen. Das könnten wir jetzt einfach eins hoch machen. Dann haben wir hier so eine Art Kuhle. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Was ist, wenn wir das zwei machen? Ist es halt gerade. Nee, ich mache glaube ich die drei. Nee, drei ist zu much. Einfach nur ein Block dahin. Aber wenn ihr Fan von Treppen seid, einfach jetzt überall drauf. Hier natürlich jetzt noch eins drauf. Ja, Treppen drauf. Hier kannst du jetzt wieder das so zusammen machen und dann geht's weiter. Hier haben wir jetzt wieder die gleiche Problematik wie vorne. Aber statt hier gleich eins hinzusetzen und die anderen dann hochzuziehen, Tipp für die Zukunft, falls ihr mal mehr solche Türme bauen wollt, das einfach mal lassen und dann am Ende schauen. Das dann wieder, sage ich mal, vier Blöcke hoch. Und jetzt können wir abwägen, wie es dann am besten aussieht. So, sollen wir jetzt hier das gleiche machen wie davor. Wie unten. Wieder eine Seite, eins kleiner. Und ich würde sagen, diesmal noch nicht. Also, diesmal ist es, glaube ich, zu früh. Mir gefällt es nicht. Ich mache das so und dann geht es noch eins höher. Oh, ich habe ganz vergessen, ne? Mein Muster anzuwenden. Ne? Ah, die alten Zeiten, ich bin noch dran gewöhnt. Ich bin gebufft von mir selber. Das sieht ja lenk geil aus, wie das da vorne. Jetzt glaube ich, mache ich das die letzten Minuten mit euch, denn hier oben, da bin ich ehrlich gesagt, muss ich mich ein bisschen konzentrieren, was ich eigentlich mache. Ich mache es mal so. Wenn ich das so mache, in den Seiten, ne? Immer so eine, wie sieht es dann aus? Beziehungsweise hier und dann das hier hoch. Vier hoch. Und dann haben wir hier auch diese berühmte Dreiermitte. Das sieht, glaube ich, dann gar nicht schlecht aus. So sollen wir das so machen. Hier und den Seiten vielleicht so. Nee, 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 das sieht nicht so gut aus. Wie sieht das aus? Das sieht, ah, nee, normale Stufen. Dann hier normal. Solche Stufen, aber dann sieht das hier oben wieder so kantig aus. Nee, das sieht so kantig aus. Wenn wir alles weg machen, einfach nur zwei hoch, das sieht das so hoch aus. Wenn wir nur an den Seiten, ah, nee, dann ist wieder kantig. Wenn wir es nur hier machen,
So gefällt es mir. Nee, ich glaube, das tun wir schon so hin. Na, so geht's, gefällt mir das ganz gut, weil dann wechselt sich auch oben, unten, oben, unten, oben, unten, oben, unten, oben, unten, so ab. Und dann wieder 4 drauf. Und dann sage ich mal, füllen wir das erstmal aus, dass wir hier wissen. Aha. Die Mitte kann man ja ein bisschen nach oben machen, stört ja keinen. Und das X darum auch. Wir tun jetzt, glaube ich, erstmal an den Seiten erstmal eine Treppe. Und dann tun wir hier zwei aber nur hoch. So. Und den Rest, den tun wir auf die gewöhnte Viererhöhe. Oder ne, 1, 2, 3. Die gewohnte Viererhöhe. Ist es jetzt 4? 1, 2, 3, 4. Aber 4 ist ab hier. Ne, ist 1 höher. Zählt ja ab hier und nicht ab den Treppen. So sieht es dann aus. Was ist, wenn ich es so mache? Das aus? Ich glaube, hier ganz oben geht es sogar. Ah, nee, aber es ist dann mit dem Rest ist. Na, ich glaube, für ganz oben geht es sogar, wenn man an den Seiten einfach diese, sag ich mal, Bretter mit Treppen ersetzen, so an den Seiten. Ach, habe ich schon. Und dann hier hoch. Und jetzt ganz an den Seiten nochmal einmal die Treppen. Dann 1, 2, 3, 4. Und dann brauchen wir nochmal den Zaun. Ich schweiche euch einen Zaun. 1, 2, 3. Ich mache mal 4 hinzu. Wie sieht es aus? Oh, gefällt mir sogar ganz gut. Ja, also. Ich bin wirklich stolz auf mich selber. Und zwar, wir gehen hier auf unsere Rückseite von unserem Astronomieturm und orientieren uns wieder an den Treppen. Darunter gehen wir zwei runter und gehen hier rüber. Hier, sage ich mal, wo platzieren wir es hin? Bei dem Zweier so schräg, so, platzieren wir das hin. Wobei, einfach beim Zweier hier so, eins noch dran. Denn das wird jetzt 2 mal 2. So. Wie hoch ziehen wir das jetzt? Wir ziehen da drauf noch 35 Blöcke. Also, dass es am Ende 36 sind. 1, 2, 3, 4. Haben wir das geschafft, um erstmal oben und unten das zu machen. So, und dann bleiben wir auch unten. Ich weiß, haben sie auch nicht zugemacht. So. Und das ist jetzt, sag ich mal, hiermit verbunden. Und zwar, wir tun es jetzt hier an den Seiten es so machen. Ja, so würde ich es auch machen. Und zwar für die nächste Schicht einmal rundrum hier angelehnt. Das ist natürlich so. Die Treppen. Dann hier unten ersetzen mit einem Block. Und jetzt links und rechts dran machen wir das Dach hin. Mal sehen, ob ich es genauso hinbekomme wie hier. Aber ich glaube eher nicht, weil es halt zwei sind. Auf jeden Fall nehmen wir unsere Schwarzeichen und Stufen tun hier oben am 36. Ne? Oberhalb überall alles mit Stufen machen. Obendrauf tun wir jetzt Stufen bzw. Treppen hin und machen die erste Schicht. Den Rest einfach mit normalen Blöcken füllen. Und dann tun wir das zwei hoch. So, jetzt können wir mal etwas versuchen. Und zwar, wir tun es jetzt immer so kleine Häuschen machen. Links und rechts, links und rechts. Und den Rest füllen wir aus und machen es zwei hoch. Jetzt machen wir hier einen ganz normalen so ran. Und ich glaube, ja, das sieht auch ganz schön aus. Und zwar, wir gehen hier an unserer Seite und auf der anderen Seite natürlich auch, lassen von oben von den Treppen wieder, da orientieren wir uns, eine Blockreihe frei und von den Seiten zwei und schlagen zwei weg. Dann lassen wir zwei frei und schlagen das nochmal weg. Hier nicht mehr, weil sonst wäre es hier und es sähe dann blöd aus. Das tun wir dann einfach ausfüllen. Anderen Seite, wo ist denn hier? So, bei dem Block. Hier wäre die Mitte, oder? Wäre es hier die Mitte? 1, 2, 3. Nein, die Mitte wäre hier. Also, hier wäre die Fensterwand. Zwei frei und hier können wir dann, sag ich mal, rübergehen. Und hier würde sogar drei rübergehen, aber nicht mehr. Und jetzt noch vorne ein paar Fenster hin. Und hier ist eigentlich willkürlich, wie wir das machen. Ich würde aber jetzt oben
sag ich mal, drei freilassene und hinten dann, sag ich mal, ein Fenster hin. Dann lassen wir hier vier freie Mana ja wieder ein Fenster hin. Also mit Code einfach. Und das machen wir noch einmal. Vier frei oder können auch fünf frei machen. Dann ist es immer eins größer. Ich sehe das aus. Na, da würde ich sogar vier freilassen. So. Dann haben wir das. Dann würde ich sagen, Leute, das war's so mit der Folge. Haut doch ein Like und ein Abo rein und schreibt unten in den Kommentaren einen Kommentar. Ein schlechten und ein schlechten, das ist egal. Ich hoffe nicht schlecht. Außer ich habe lausig erklärt, dann dürft ihr natürlich einen schlechten schreiben. Dann versuche ich natürlich erstmal per Worten in den Kommentaren zu helfen. Wenn es alles nichts hilft, mache ich aber ein neues Video und versuche es wirklich langsam zu machen. Kam bisher noch nicht vor und ich bin sehr stolz darauf. Dann würde ich sagen, zeigt es einfach eurem Spinat, den ihr nicht aufessen wollt, aber Spinat aufessen macht euch stark. Aber braucht ihr nicht, denn Minecraft macht euch viel stärker, denn ihr tut tonnenweise Blöcke hier hin und her platzieren. Dann würde ich sagen, das war's mit der Folge. Haut ein Like und ein Abo rein. Hittet einfach alles, die Glocke nicht vergessen und ciao.